Verkaufsoffener Sonntag in Neumünster mit Stoffköste, traditionellem Entenrennen, Sicherheitstag und Oldtimer-Treffen. Dieser Bericht wird Ihnen präsentiert vom City Management Neumünster. Neumünsters Innenstadt erleben. Am Sonntag, den 24. September, konnten Besucher in Neumünster im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags ausgiebig shoppen. Die Herbststoffköste bot eine große Auswahl an Stoffen und Nähzubehör. Einen kuscheligen Sweatshirt-Stoff fanden Interessierte hier ebenso wie edle Leinenstoffe oder duftigen Chiffon. Das passende Schnittmuster, Nadel und Faden erhielten die Besucher ebenfalls bei einem der 150 Händler. Hier ist irre viel los. Hier sind ganz viele Leute seit heute Morgen um 10 und wollen die Stoffköste in der Münster besuchen. Ich verkaufe Jersey-Stoffe und Korkstoffe und auch ganz viel Bänder und Borden und Zubehör. Die Jersey-Stoffe für Kinder und die Korkstoffe kommen besonders gut an. Ich komme aus Neumünster, ich habe meinen Laden in Tungendorf, in unserem Einfamilienhaus. Und dort verkaufe ich zweimal die Woche meine Stoffe, Bänder, Borden. Mit verschiedenen süßen und herzhaften Speisen war für das leibliche Wohl gesorgt. Musikalisch untermalte die Michael Weiß Jazzband das Shopping-Erlebnis. Abgerundet durch die Herbststoffköste, das traditionelle Entenrennen am Teich, das Oldtimer-Treffen auf dem Waschpol und den Sicherheitstag von Feuerwehr und Polizei in der Innenstadt war es eine rundum gelungene Veranstaltung für die ganze Familie. Hier ist heute auf dem Großflecken in Neumünster ist heute der Sicherheitstag. Da stellen sich die vereinzelten Hilfsorganisationen vor, unter anderem das Ordnungsamt, die Polizei, THW und auch die Feuerwehr. Also wir sind vom Löschzug Gefahrgut hier von Neumünster und wir stellen heute unseren neuen Abrollbehälter zur Dekontamination und auch unseren Dekon-P vor. Wir sind vom Gefahrgutzug, das bedeutet, wir werden bei Gefahrgutlagen alarmiert, das bedeutet bei chemischen, biologischen oder auch nuklearen Problemen werden wir dazu gerufen. Und wenn die Personen mit den Stoffen in Verbindung gekommen sind, werden wir sie dekontaminieren. Das bedeutet, wir reinigen diese Person, wir duschen sie und desinfizieren diese. Also Sie können das sehen, testen können wir es nicht, weil Desinfektionsmittel sind sehr teuer. Aber wir können das Prozedere mit einfachem Wasser auch präsentieren. Und wir haben, wie Sie hinter uns auch sehen, den Abrollbehälter komplett aufgebaut und auch in Betrieb genommen. Das 5. Oldtimer-Treffen des Motorsportclubs Neumünster, Ortsclub im ADAC seit 1925, fand dieses Mal aus organisatorischen Gründen auf dem Waschpol statt und nicht wie gewohnt auf dem Großflecken in Neumünster. Wir haben diesmal die 5. Veranstaltung, Oldtimer-Veranstaltung in Neumünster, im Stadtkern von Neumünster. Bisher waren wir auf dem Großflecken, der leider belegt ist in diesem Jahr. Aber die Resonanz, die hier ist, die ist also noch größer als wir auf dem Großflecken. Wir freuen uns also auf viele Oldtimer, die noch kommen werden, das wissen wir. Und auf die, die schon da sind. Es gibt viele amerikanische Wagen, das sehen wir auch im Hintergrund hier. Also Nash ist das, ein ganz seltenes Stück ist das. Dann haben wir ein Ford B hier. Baujahr 1932, ein Mercedes 280 SE Cabrio und so kann ich eigentlich weiter erzählen. Die Besucher konnten ausgestellte Oldtimer-Fahrzeuge, ob Pkw, Motorrad, Trecker, Busse, Lkw oder Sonderfahrzeuge und auch Youngtimer besichtigen. Dieser Bericht wurde Ihnen präsentiert vom City Management Neumünster. Neumünsters Innenstadt erleben. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.